als Präsident, angehender Präsident von der CVB Kanton Zug. Wie sehen Sie es mit der CVB? Ich finde, dass wir auf einem sehr guten Kurs sind. Wir sind im Kanton Zug erfolgreich und das möchte ich eigentlich im Sinne von meinem Vorgänger so weiterführen. Können Sie das an einzelnen Punkten bitte festmachen? Ja, das kann man schon festmachen. Man kann die Politik anschauen, die die CVP macht, indem dass wir eine klare wirtschaftsfreundliche Position beziehen, indem dass wir steuerfreundlich politisieren und indem dass wir an unseren staatlichen Grundwerten festhalten. Die CVP vom Kanton Zug ist nicht unbedingt die CVP von der ganzen Schweiz. Wie sehen Sie das? Das ist richtig, die CVP vom Kanton Zug ist eine kantonale Partei, ist eine Sektion von der gesamtschweizerischen Partei, die in einzelnen Positionen ein bisschen anders politisiert, weil Problemstellungen im Kanton Zug auch nicht immer genau die gleichen sind, wie die in der gesamten Schweiz sind. Sie sind ja unter anderem auch Bürgerpräsident von der Gemeinde Hünenberg, Sie sind im Kantonsrat. Also, wie sehen Sie oder was wollen Sie noch beeinflussen jetzt in nächster Zeit im Kanton? Im Kanton gibt es immer wieder Probleme oder Fragen, die man will beeinflussen will. Ich denke, was jetzt gerade ansteht, ist die Steuergesetzrevision, wo wir uns werden einsetzen, der CVP, um einerseits eine wirtschaftsfreundliche Steuerpolitik weiterzuführen und andererseits Steuererleichterungen für Familien zu gewähren, die letztlich auf eine Motion von uns zurückgeht. Vielleicht noch zum letzten Punkt, Denno. Im Augenblick dann nochmal die Tangente, die natürlich jetzt wahrscheinlich morgen vor der Kantonsrat kommt. Wie sehen Sie es? Reden Sie von der Tangente Neufeld. Ich bin klarer Befürworter von dieser Tangente. Allerdings nur, wenn die betroffenen Gemeinden Berg, Bar, Zug auch dahinter stehen. Grundsätzlich würde ich es sinnvoll finden, dass man die Infrastruktur und vor allem auch die Verkehrsinfrastruktur dort ausbauen. Herzlichen Dank. Merci. Herr Pfister, als scheidender Präsident von der CVB Kanton Zug, was hinterlassen Sie? Ich hoffe, ich hinterlasse eine Partei, die intakt ist, die in den letzten 9 Jahren mehrheitlich politischen Erfolg hat und die gut aufgestellt ist und klar positioniert ist. Warum machen Sie eigentlich nicht weiter? Wenn man jetzt entschieden hätte, weiterzumachen, hätte ich es gerade müssen weitermachen bis 2011. Das erscheint mir ein bisschen zu lang. Und es ist wichtig, dass man das Amt vom Kantonalpräsidenten auch ein bisschen nutzt, um Persönlichkeiten aufzubauen und bekannt zu machen. Kann man davon ausgehen, Sie können sich natürlich als Nationalrat auch dort mehr einbringen? Das glaube ich nicht. Also das Amt vom Kantonalpräsidenten hat mit dem Amt vom Nationalrat nicht so viel zu tun. Ich werde versuchen, im Präsidium von der CVP Schweiz Einsitz zu nehmen. Und darum ist die Ablösung eigentlich im Moment zeitlich noch relativ gut. Was sind Ihre Wünsche gegenüber Herrn Huwiler denn, als wenn er gewählt wird als Präsident oder beziehungsweise von der CVP vom Kanton Zug? Mein grösster Wunsch ist, dass er Freude hat am Amt, wie ich eigentlich Freude hatte. Alle anderen Wünsche habe ich nicht anzubringen, weil ich bin auch dankbar gewesen, dass ich das Amt seinerzeit übernehmen konnte, ohne Vorgaben. Er soll es so machen, wie er es gut findet. Merci. Danke Ihnen.